Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien wollen sich hier zeigen. Welche Karten, welche Informationen werden wichtig fürs Kollektiv? Ihr bedenkt aber bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Karten können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Und bitte bedenkt auch, dass Zeit immer fließend ist. Das Video könnte aber wichtige Informationen für dich enthalten, je nachdem, wann du es findest. Ja, und ich lasse jetzt auch gleich die Karten springen, wie immer. Und dann schauen wir mal, welche Informationen ich hier weitergeben darf. Welche Informationen werden hier wichtig? Welche Informationen werden wichtig? Ja gut, das sind jetzt viele, aber die Nehmer. Wir haben hier einmal die 10 der Schwerter, der Page der Scheiben, der Ritter der Schwerter, das Ass der Schwerter. Hier zeigt sich die 2 der Schwerter, eieiei, der König der Scheiben, die 3 der Schwerter. Oh. Und an der Unterseite ist der Wagen. Okay. Viele Schwertkarten. Tag des Verstandes, der Entscheidung, der klaren Kommunikation. Also was mir hier als erstes reinkommt, ist tatsächlich, dass hier ein König der Scheiben wichtig werden könnte. Es könnte Stier, Steinbock, Jungfrau Energie sein, muss aber nicht. Es kann sich an sich um einen Menschen handeln, der in der Vergangenheit oder der nicht ganz so beweglich war, ne? Weil hier der Wagen an der Unterseite ist eine Krebsenergie und man sieht das auch schön auf dieser Karte mit dieser Schnecke. Also es kann sich hier um eine Situation handeln, und ich habe das Gefühl, das hat mit diesem König der Scheiben zu tun, was ewig nicht vorwärts ging. Und man hat hier mit den 10 der Schwertern, das ist für mich so diese ganz klare Beendigung. Hier kommen Informationen und Entscheidungen rein. Nachrichten, Angebote entgegenkommen, Vorschläge. Aber entweder erwartet man eine Entscheidung von dir, die einem selbst nicht leicht fällt oder die dir nicht leicht fallen könnte. Oder ein König der Scheiben hat hier eine Entscheidung getroffen, die schmerzhaft ist, aber notwendig. Diese Entscheidung kann jetzt mit dir zusammenhängen und dich betreffen. Oder es ist eine Entscheidung, die diesen König der Stäbe betrifft. Aber mit dem, also es kann sich hier um Konflikte, um Kommunikation, um Klärung handeln. Es kann aber auch sein, dass eine Beendigung wieder aufgehoben wird. Also das ist heute sehr, da ist viel offen in dieser Nachricht, in dieser Tagesbotschaft. Weil der Wagen, wie gesagt, kann auch dafür stehen, dass sich jemand langsam aber sicher wieder in deine Richtung bewegt. Aber hier wird irgendeine Entscheidung abverlangt oder eine Entscheidung wurde bereits getroffen. Und aufgrund dieser Entscheidung, ja, also die kommt mal, dieser König der Scheiben steht hier mit den 2 der Schwertern und 3 der Schwertern. Die 2 der Schwerter ist auch so dieses Hin- und Hergerissensein. Und diese 3 der Schwerter ist diese Energie, ich muss eine Entscheidung treffen, die mir schwerfällt, die mein Herz bricht. Aber ich weiß, dass es notwendig ist, um weiterkommen zu können in einer Angelegenheit. Also auf jeden Fall, da ist jetzt wirklich, das ist offen. Das kann man jetzt auf verschiedene Bereiche deuten. Oder wie gesagt, du triffst eine Entscheidung, welche mit diesem König der Scheiben zu tun hat. Auf jeden Fall schaut mal mit dem Wagen. Wie kann es weitergehen? Also es geht auf jeden Fall um Entscheidungen, die helfen, in einer Angelegenheit in die Zukunft zu gehen. Ob man dann jetzt zusammengeht oder alleine, ne? Das muss jetzt nicht in der Liebe nur sein, ihr Lieben, ne? Das können auch berufliche Situationen sein, Vorgesetzte, Entscheidungen bezüglich einer neuen Stelle oder
ja, einer neuen Position, einem neuen Unternehmen, wie auch immer, ne? Also es muss jetzt nicht nur den privaten Bereich betreffen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Entscheidungen sind, die schmerzhaft, aber heilvoll sind. Entweder für dich oder für einen König der Scheiben oder für eine Situation. Das Ganze kann tatsächlich auch mit einer gewissen Kritik zusammenhängen. Dieser König der Scheiben könnte aber jetzt auch ein Anwalt, ein Richter oder wie auch immer sein, ne? Also es werden hier Entscheidungen getroffen, die entweder für jemand anderen nicht ganz so positiv sind oder wo du, wie gesagt, vielleicht so das Gefühl haben könntest, oh nein, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Entscheidungen sind oder Kommunikation sind, die dich völlig umreißen, sondern eher, dass hier wirklich auch schmerzhafte Situationen beendet werden können. So nehme ich das auch wahr. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Klärungsenergie für diesen Tag springen. Was haben wir hier? Ja, Wahnsinn, die Neun der Scheiben sind die Neun der Münzen. Die absolute Fülle, Reichtum, Anerkennung. Also ich glaube, für dich geht das gut aus. Ritter der Kelche, ne? Das ist auch wieder eine Versöhnungsenergie, ne? Also irgendetwas. Also ich habe das Gefühl, wenn vielleicht das eine nicht klappt, dass hier dafür ein anderes Angebot auf euch zukommt oder das eine wird beendet, das andere beginnt neu. Oder man sagt, so wie wir es uns vorgestellt haben, können wir es nicht machen, aber wir können dies, das und jenes machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich lasse jetzt hier mal noch ein Krafttier springen für den heutigen Tag. Ein Krafttier bitte noch. Der Adler, höheres Selbst. Betrachte alles aus der Adlerperspektive, sei frei, weit und unbegrenzt. Das haben wir an der Unterseite. Der Kojote, die närrische Weisheit. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles dient deinem Besten, vertraue deinem Weg. Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Also, wenn sich etwas nicht so erfüllt, wie du dir das vorgestellt hast, bitte nicht traurig sein, weil ihr kommt irgendwie ein Ersatz, irgendetwas. Ja, wird dir dafür anderes vorgeschlagen, ne? Ja, ihr Lieben, spannend, spannend. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.